Hallo liebe Fans des SV Atlas und Dämon News User, willkommen zum Testspiel des SV Atlas heute gegen den Bremer SV im Stadion des Delmenhorster Turnerbunds DTB. Wir auf Dämon News zeigen heute mal heute das Testspiel. Der Gegner ist auch ein besonderer, der Bremer SV spielt nämlich in 2 Wochen am 6. August gegen den FC Bayern im DFB-Pokal. Und für den SV Atlas ist es bereits der 2. Test hier auf dem Platz nach dem gestrigen Tag. Gestern gegen den VfL Oldenburg gab es ein 2:2, um 19 Uhr wurde gestern hier gespielt. Und da ist der Anpfiff. Die Gegner spielen in blau-weiß gestreift. Der SV Atlas hier heute in den dunklen Trikots grau-schwarz mit roter Schrift. Einwurf für die Blau-Weißen aus Bremen. Der Bremer SV, der Bremer Sportverein, wurde 1906 gegründet, ist der Rekordlandesmeister des Landes Bremen mit 14 bzw. 15 Meisterschaften und auch eben Pokalsieger gewesen in diesem Jahr in Bremen mit einem 2:1-Sieg gegen den Brinkumer SV. Da Einwurf erstmal zurück in die eigene Hälfte. Im Tor der Bremer spielt ein alter Bekannter des SV Atlas, Malte Seemann, der bis Januar diesen Jahres noch für den SV Atlas tätig war. Circa 2 Jahre lang. Aber wegen zu wenig Spielpraxis nach Bremen gewechselt ist. Und jetzt mal ein Angriff über die rechte Seite. Flanke, aber zu weit. Nummer 27 konnte den hier und immer kriegen. Ikraimi Olatunji konnte den vom Bremer SV nicht kriegen. Und so holt sich jetzt erstmal Rico Sigo mit der Nummer 14, unser Keeper heute. Den Ball. Auf der rechten Seite spielt Oliver Rau mit der 20, mit der 3 Christian Tag in der Innenverteidigung. Rechts offensiv spielt Tobias Steffen mit der Nummer 7. Nick Köster, unser Kapitän, natürlich im Mittelfeld. Jetzt erstmal wieder Aufbau über links mit der Nummer 4 Kerem Sari, Neuzugang vom Rot-Weiß Essen von der U19, da war er Kapitän und hat in der U19 Bundesliga gespielt. Jetzt erstmal auf die rechte Seite zu Rau. Jetzt mehr erstmal über die linke Seite wieder mit Sari, dann zu Köster, wieder Sari zurück zu Christian Tag. Der mit dem langen Ball links. Schön gesehen, aber Abseitsentscheidung des Linienrichters. Das regt den einen oder anderen beim SV Atlas auf. Diese Entscheidung, Tom Schmidt spielt auch, der Pokalheld gegen Werder Bremen, der damals das Tor erzielte, mit der Nummer 8.
rechts auf dem Feld mit der 11 Marek Janssen im Team. Und jetzt hier erstmal über linke Seite. Ja, wieder angelaufen. Wird da Druck gemacht. Und Malte, sehen wir ein Tor. Mit der Nummer 9 spielt dann SV Atlas Mattia Triani. Mit der 32 Marco Stefandl auch im Team. Und ein langer Ball, aber Christian Tag hat das voll im Griff. Und jetzt über die linke Seite. Eine Flanke, aber die findet ihr Ziel nicht. Nummer 21 bei den Blau-Weißen. Konnte den Ball nicht kriegen. Was ist denn das jetzt hier für eine Locker? Das geht auch nicht so ganz. So. Erstmal wieder Aufbau über Christian Tag, dann zu Oliver Rau hier auf der rechten Seite. Schöner Ball auf rechts weiter zu Triani. Und da kommt er durch, spielt rüber. Die Chance für Stefandl, aber gehalten von Seemann. Erste gute Chance für den SV Atlas. Aber der Ex-Keeper macht sie zunichte. Auch mit auf dem Platz, also die erste Ecke gibt das für den SV Atlas. Da kommt der Ball noch mal in die Mitte, aber Seemann hat ihn. Und er jetzt mit der Wolte, aber hat keinen gefunden mit der Tempoverschärfung da. Und so geht es erstmal wieder über die rechte Seite bei dem Bremer SV. Der Foul an der Nummer 11. Der Bremer. Das ist entweder Exos Beyeye Vete oder Victor Appia. Und erstmal wieder geschickt da, aber an die Außen, an die Eckfahne. Und das gibt Einwurf, glaube ich. Da haben wir mit der Einwurf, ja. Oliver Rohr macht das. Und aber erstmal Ball zurückgewonnen vom SV Atlas. Tag spielt zurück zum Keeper Sygo. Der angelaufen von der 21 des Gegners. SV Atlas kann sich wieder befreien und spielt über die linke Seite. Noch auf dem Platz beim SV Atlas ist mit der 29 Julian Stöhr, ein Neuzugang vom FC Oberneuland. Ja, apropos Oberneuland, das ist, wird der erste Gegner des FC Atlas sein, des SV Atlas sein in der Regionalligasaison am 14. August um 16 Uhr hier im Stadion an der Düsternortstraße wird die Saison beginnen. Und eben jenen FC Oberneuland schlug der Bremer SV im Halbfinale des Pokals, des im Landespokals in Bremen. Moin. Erstmal wieder Einwurf für die Bremer hinten.
spielen erstmal hinten rund über Mouchong zur Nummer 6, aber er findet die 27, den Ikrami Olatunji nicht. Nummer 6, Lukas Mouchong, Mouchong. Und das gibt wieder einen Wurf. Das macht Oliver Rau. Und hier ist er beim Einwurf. Kopfball. Sieg von Tom Schmidt, aber dann geht der Ball doch verloren im Mittelfeld. Und Foul an der 24 beim Bremer SV. Und jetzt kommen sie wieder über die rechte Seite und holen eine Ecke raus. Ecke für den Bremer SV. Ja, wie gesagt, die haben das Vergnügen, im DFB-Pokal zu spielen gegen den FC Bayern in 2 Wochen. Am 6. August. Und zwar nicht im heimischen Stadion am Panzerberg an der Landwehrstraße 4 in Walle, sondern die Partie wird ausgetragen im Weserstadion. Und außerdem noch live übertragen von Sport 1 ab 20.45 Uhr am Freitag des DFB-Pokal-Wochenendes. Ballverlust da für Tobias Steffen. Aber Rau erobert den Ball wieder. Lieber Rau. Konterchance, aber wird unterbunden. Und da greift der Schiri ein und pfeift. Freistoß. Ja, eigentlich sollte dieses Testspiel auch stattfinden, eben in jenem Stadion am Panzerberg in Bremen. So war es ursprünglich gedacht. Aber kurzfristig wurde dann umdisponiert und man spielt jetzt eben hier beim DTB, beim Delmhorster Turnerbund. Beide Teams trafen auch schon vergangenen Sommer in einem Testspiel aufeinander. Das endete am 9. August 2020 1:1. Torschütze damals für den SV Atlas war Marek Janssen, der machte damals das Führungstor in der 35. Minute. Schöner Pass auf links, da mit Stör. Der kann die Flanke reinbringen, Stefan will verpasst und Triani, aber Mouchong steht im Weg. Nachschuss nochmal, Versuch von Marek Janssen, aber vorbei. Und so gibt es jetzt gleich den Abstoß von Malte Seemann. Aufbau wieder von hinten. Seemann spielt da mit seinem rechten Innenverteidiger mal hin und her und dann mit einem langen Schlag, aber Kopfballduell gewinnt Kerem Sari. So. Der 18-jährige, jüngster Spieler beim SV Atlas im Kader für diese Saison bislang. Und oh, schöne Verlagerung auf die linke Seite. Hier zu Olatunji. Der wieder mit Mouchong. Aber ich glaube, das mit den Nummern stimmt hier nicht. Ich glaube, die Nummer 6 ist nicht Mouchong, sondern der Kapitän beim Bremer SV. Und das wäre dann kein geringer als Alexander Arnhold. Und jetzt ein schöner Ball nach vorne. Aber die Nummer 21 stand im Abseits, kann ihn aber nicht kontrollieren und ist eine Gefahr. Bestand dann sowieso nicht mehr. Aber so Freistoß durch Rico Sicco zu Oliver Rau, der wieder zu Christian Tag spielt, der rüber zu Kerem Sari, der wieder rüber zu Tag,
der wieder zu Sari. Und Langerweiler war ins Nichts abzusehen, Mann. Leichte Beute. Der ist ihm leicht verrutscht. Und dann wird der Aufbau von hinten beim Bremer SV. Wieder beim Einwurf zu Keeper Sigo, der wieder zu Sari, der rüber auf die linke Seite zu Stör. Oh, der hat wirklich einen regen Offensivdrang, wie man schon bemerken kann, aber verliert den Ball. Köster gewinnt ihn wieder im Zentrum. Triani wird da mit unfairen Mitteln vom Ball getrennt und so gibt es Freistoß im Mittelkreis. Ja, trainiert wird der Bremer SV seit der letzten Saison von Benjamin Ether. Spielt in der 5. Liga das Team, in der sogenannten Bremen Liga. Und hat halt auch schon 8 Pokalsiege in Bremen errungen. Und da hört man mal den Atlas-Schrei der Fans. Seemann rüber auf seinen Verteidiger, auf die Nummer 15. Jetzt wieder rüber auf die rechte Seite. Und jetzt Arnold, der da spielt, aufbaut. Ah, Paul von Köster. An der 24. Der spielt erstmal wieder zurück zur 15. Der rüber auf die linke Seite zur 27 und der weiter auf die 23. Der bis zur Grundlinie geht, aber dann keinen in der Mitte findet, sondern Kerem Sari kann klären. Genau. Benjamin Ether, seit 1. Juli 2020 der Trainer von Bremer SV, ist ein Deutsch-Nigerianer. Und führte das Team eben zum Pokalsieg. Dieser wurde errungen am, lass mich gucken, am 30. Juni. Und dann gab es eben das große Los im DFB-Pokal. DFB-Pokal, ja, da hat der Bremer SV auch schon einige Erfahrungen gesammelt, bereits insgesamt 11 Partien bestritten. Allerdings reicht es nur ein einziges Mal zum Weiterkommen in die zweite Runde. Das gelang in der Saison 1986-87. Gegen Hessen Kassel. Damals spielte man eben in Bremen 2:2 nach Verlängerung und dann gab es noch ein Wiederholungsspiel. Und das wurde dann eben in Kassel ausgetragen und da abseits angeblich von Stör, sagt jedenfalls der Linienrichter, will keiner wahrhaben. Ja, das Rückspiel fand eben in Kassel statt, das Wiederholungsspiel, und wurde dann 5:4 nach Elfmeterschießen vom Bremer SV gewonnen. Aber dann war eben in der zweiten Runde Endstation gegen den FC St. Pauli mit einer 0:3 Niederlage. Den letzten Auftritt im DFB-Pokal, oder den letzten Auftritt gab es 2016-17 gegen den SV Darmstadt 98. Und damals verlor man mit 0:7. Das ist gleichzeitig die höchste Niederlage. Mit gleichem Ergebnis wurde man auch schon mal beim BVB, also bei einem Auswärtsspiel sogar in Dortmund, und zwar 1979-80 abgeschossen. Und dasselbe Ergebnis gab es auch noch mal gegen Fortuna Köln 1991-92.
Und jetzt kommen sie hier wieder über die rechte Seite. Triani verliert das Duell gegen Arnold. Köster kommt zu spät und so kommt ihr 23er erstmal über die linke Seite ein bisschen durch, aber zieht in die Mitte und dann wird der Ball auf rechts verlagert. Nummer 7 und dann Arnold bringt die Flanke rein, der Kapitän. Und jetzt 27, mal mit ein bisschen Platz, zieht ab, holt eine Ecke raus. Nächste Ecke also für die Gäste. Ja, apropos DFB-Pokal. Der SV Atlas dieses Mal nicht dabei natürlich. Aber es geht natürlich auch im Landespokal wieder ran. Und da wurde vor anderthalb Wochen der VfL Osnabrück als Gegner ausgelost. Aber jetzt sehen wir erstmal die Ecke. Aber kein Problem für Sugo. Halt den Ball und wirft ihn gut zu Köster. Aber abgelaufen da vom Gegenspieler mit der 17. Und jetzt die 27 hier. Ne, die 11. Ja, 11, 17. Nicht immer so ganz gut zu erkennen. Und erstmal wieder zurück. Gegen den VfL Osnabrück. Und das hätte ja eigentlich stattfinden sollen, eben an jedem Wochenende, wo auch der DFB-Pokal stattfindet. Und das geht eben nicht, weil da der VfL Osnabrück auch spielt. Und zwar daheim gegen den SV Werder Bremen. Und so wurde diese Partie im Niedersachsen-Pokal verschoben. Und zwar auf den 31. August. Aber das wird natürlich nochmal ein richtiges Highlight hier im Stadion an der Duisdorfer Straße. Wenn der VfL Osnabrück der Drittligist hier zu Gast sein wird. Eine richtige Aufgabe für unsere Jungs hier vom SV Atlas. Ja, die Frage wird natürlich sein, wie stecken die 90 Minuten von gestern hier noch der Mannschaft in den Knochen? Vielleicht den etwas aktiveren Part spielen vielleicht die Bremer. Das kann schon sein. Aber abwarten. Und da es ein Testspiel ist, können ja auch mehr Spieler zum Einsatz kommen. Also. Wobei jetzt in Corona-Zeiten natürlich auch schon öfter mehr Spieler als normal eingesetzt wurden. 5 Wechsel ja möglich waren. Muss man abwarten. Ja, und apropos DFB-Pokal, der gestrige Gegner, der VfL Oldenburg, der in der Oberliga Niedersachsen spielt und hier eben 2:2 gespielt hat gestern und dabei auch zweimal geführt hat gegen den SV Atlas. Aber immerhin gelang zweimal der Ausgleich. Nämlich erstmal das 1:1 durch einen Handelfmeter durch Cerutisia in der 41. Minute. Und das 2:2 in der 77. Minute durch Luca Liske. Julian Stör da ein bisschen Bedrängnis. Aber kann sich befreien, aber dann doch der Ballverlust. Ist Arnold, aber ein Ball, der keine Gefahr verursacht. Ja, und dieser VfL Oldenburg, der spielt eben auch in die DFB-Pokal. Und empfängt nämlich Fortuna Düsseldorf. Erstmal jetzt eine Trinkpause. So zur Hälfte der ersten Hälfte. Sicherlich. Ganz im Sinne der Spieler.
da es heute doch deutlich wärmer ist und die frühe Anstoßzeit das schon gerechtfertigt. Kann man auf jeden Fall sagen, dass das gerechtfertigt ist. So. Dann gibt es da nochmal taktische Anweisungen von Coach Key Rebo. An die Elfmann da an der Taktiktafel. Und jetzt werden die Spieler von dem Schiedsrichter wieder auf den Platz zurück zum Spiel gebeten. Ja, der VfL Atlas, der SV Atlas Delmenhorst befindet sich seit dem 27. Juni im Training. Hat jetzt auch schon mehrere Freundschafts- oder Testspiele bestritten. Und ja, was jetzt auch diese Woche angekündigt wurde, ist, dass ab Montag der Vorverkauf mit den Dauerkarten beginnt und dann bis zum 10. August läuft. Und zwar sind Karten im Toyota Autohaus Engelbad am Hasporter Damm 142 zu kaufen. Außerdem möchte ich in diesem Rahmen noch mal darauf hinweisen, dass wir auch mit dem sportlichen Leiter und zweiten Vorsitzenden Bastian Furken ein Interview geführt haben für unser Stadtmagazin Deldorado, das dann in der August-Ausgabe pünktlich vor dem Saisonstart oder zum Saisonstart erscheinen wird, wo auch noch ein paar interessante Infos und Antworten auf bestimmte Fragen geliefert werden. Schaut mal rein, lest euch das Interview durch, dann seid ihr noch besser informiert. Ja, jetzt erstmal präsentiert hier der Bremer SV seine Ballsicherheit, obwohl der SV Atlas gut anläuft. Und jetzt hier wieder über links mit der 27, schickt die 11, aber keine Gefahr. Sigo hat den Ball. Ja. Der Schiri da mal gut mitgespielt, lässt den Ball durch seine Beine passieren. Da gibt es andere Beispiele, wo der Schiri doch öfters im Weg steht oder den Ball blockiert und was ja seit letztem Jahr dann auch sozusagen eine Spielunterbrechung zur Folge hat, sonst hieß es ja immer, der Schiri wäre Luft. Das hatte sich zur letzten Saison eben auch geändert. Tag zu Tom Schmidt, der rüber zu Julian Stör. Oder? Genau. Aber dann wieder vorm 16er schon aufgelöst und jetzt mal über die rechte Seite. Dann schon mal abgebrochen, da die Angriffe und dann wieder auf die linke Seite verlagert. Die 24 zur 27 rüber. Und jetzt? Die 11. Nicht schlecht. Aber gut aufgepasst von Christian Tag und der wird dann gelegt. Und so die Situation bereinigt. Und Rico Sigo, oder? Ja, doch, Rico Sigo. Wird den Freistoß ausführen zu Köster, zum Captain, der dann zu Steffen, Tobias Steffen, dann Einwurf, den Rau, schon wieder zu Christian Tag gespielt hat und dann rüber zu Sari nach links verlagert und ein langer Ball, sieht Steffen,
Aber Seemann schnappt sich den Ball natürlich vorher. Einwurf dafür die Gäste. Ja genau, Tobias Steffen, der da gerade geschickt wurde mit der Nummer 7, ist auch ein Neuzugang, kam vom VfB Oldenburg zum SV Atlas. Bisschen weiter sind jetzt vorgekommen, die Spieler von Bremer SV, aber können sich wenig Freiraum mehr spielen und erstmal zurück wieder zu Seemann gespielt, aber der hat zwar ein Bedrängnis durch Steffen gebracht, aber kein Problem. Stör gewinnt das Kopfballduell und dann geht es weiter nach vorne. Triani, ja, erst behauptet er sich gut, aber dann verliert er doch den Ball. Setzt dann nach, aber dann faul gepfiffen an der 24 von Triani. Und mal wieder die Verlagerung nach links zur 27, was ganz Neues in diesem Spiel. Er spielt erstmal wieder zurück zur 15 von Brinkum SV. Und dann erstmal wieder Seemann am Ball. Wird erstmal nicht attackiert, also erstmal eine ruhigere Phase jetzt hier. Und er dann wieder nach links zur 27. Einwurf. Und Rau, schön. Rau, Schmidt. Mit Rau da am Doppelpass, der da über die rechte Seite ja fast schon durchflügt und dann den Einwurf holt. Schön zu Tom Schmidt, der zu Steffen und Marie ganz in der Mitte gefunden und schöner Versuch eines Fallrückziehers oder Seitfallziehers, aber nicht belohnt, aber eine schöne Aktion auf jeden Fall. Davon wollen wir mehr sehen. Abstoß von Malte Seemann dann erstmal wieder. Ja. Die 7 jetzt hier mal auf links. Oh, kommt durch der Ball, dann Rau vorbei zur 11. Immer noch auf der linken Seite. Ah, dann Oliver Rau wieder dabei. Die 7 unterstützt die 11 vom Bremer SV. Und dann erstmal wieder in die Mitte zu Arnhold, dem Kapitän gespielt. 23 spielt drüber auf die rechte Seite zur 26. Beim Bremer SV. Aber dann landet der Ball unbedrängt bei Siggo. Kerem Sari. Marian, der sich immer mal wieder fallen lässt, um am Spiel teilzuhaben. Oliver Rau. Eigentlich ja mit die Spitze mitbilden sollte. Oliver Rau, aber vielleicht hier heute mal eine neue Rolle. Spielverlagerung auf links versucht. Und Stefan, der Ball landet am Ende doch bei ihm. Und Torschuss von Tom Schmidt, aber drüber gezogen. Ganz klar drüber gezogen. Und das heißt wieder Abstoß durch Malte Seemann. Ja, hinter uns machen sich schon die Ersatzspieler vom Bremer SV und vom SV Atlas warm.
Da sehe ich Florin Baloki, Florian Stütz, Emiliano Miestri zum Beispiel. Und der Kopf dann mit Köpfchen von Marianne zurück zu Süko gespielt, sodass da überhaupt gar keine Gefahr aufkommt. Christian Tag. Rüber wieder zu Keren Sari. Julian Stör. Schöner Ball, Tom Schmidt, ja, mit der 5 da im Zweikampf. Der scheint sich ein bisschen verletzt zu haben, die 5, ich weiß nicht. Humpelt da so zum Teil. Und dann Stefandl, aber auch wieder drüber gezogen. Und ja, die 5 scheint verletzt vom Bremer SV. Ganz klar. Liegt da. Tom Schmidt versucht ihm hochzuhelfen. Jetzt ist auch der Schiri da. Und dann könnte es jetzt vielleicht schon in der ersten Hälfte noch den ersten Wechsel geben. Verletzungsbedingt. Besteht dazu vielleicht die Nötigkeit, Notwendigkeit, ja. Da vom Physiotherapeut, vom Doktor behandelt. Die Nummer 5 neben dem Tor außerhalb des Spielfelds. Und Seemann kann jetzt dann erstmal wieder, sagt den Spielern, sie sollen weiter nach vorne. Jetzt ist also erstmal der Bremer SV in Unterzahl. Und dann der lange Ball von Seemann, Kopfball. Ja. Da gab es eigentlich keinen Gewinner, so kam der Ball irgendwie durch. Aber da war dann keiner mehr vom Gegnerteam. Sari zu Christian Tag, der zu Rau. Und der geht wieder steil auf der rechten Seite. Jetzt mit Mattia Triani, Nick Köster. Der sucht Marek Jansen. Schöner Kopfball hoch. Hat Seemann eigentlich geschlagen, aber hinten passt noch jemand auf. Jetzt nochmal eine Flanke. Und Marek Jansen. Und das ist der Pfiff zum Elfmeter. Elfmeter für den SV Atlas. Das ist der Pfiff. Also 11 Meter vom SV Atlas. Wer hätte das gedacht? Ja, der Rempler, das kann man schon pfeifen, ganz klar. Stefandl tritt an gegen Malte Seemann und der Ball ist ganz klar eingenetzt. So, also 1-0 für den SV Atlas. Und damit geht der SV Atlas mit 1-0 in Führung in der rund 38-39 Minute. Und somit steht es jetzt 1-0 durch Mario Stefandl. 1-0 für den SV Atlas. Damit im Gegensatz zum Testspiel gestern. Also auch mal in Führung, aber jetzt hier wollten sie nachsetzen. Haben dann aber doch den Gegnerspieler Nummer 24 zu Fall gebracht. Und damit gibt es Freistoß für die Gäste vom Bremer SV. Seemann. Also gegen seinen alten Kollegen beim Strafstoß geschlagen durch Marco Stefandl, den 23-Jährigen, der in der letzten Saison zum SV Atlas dazu gestoßen ist. Daniel!
Ja. Kommt jetzt hier noch eine Reaktion vor der Halbzeit der Gäste, die ja hier auch durchaus nicht inaktiv waren. Und hier nochmal über links die 7, schickt die 8. Kriegt er den noch? Ja, anscheinend vor. Nee, dann verstolpert und somit geht der Ball ins Aus und damit gibt es Abstoß durch Rico Sübo. Sucht schon wieder Kerem Sari, der weiter auf Julian Stör. Wieder zurück zu Sari, der mit Köster da, den Jansen, Tag, Rau, schickt Triani, rechts, schön gespielt, da vielleicht ein Zusammenspiel mit Steffen, ne? Nee, die Flanke und ja, von der 26 der Gegner, durch den Mannschaft rausgeköpft. Und jetzt nochmal ein Umschaltmoment, nein, doch nicht. Köster. Also Oscar Garcia spielt auf jeden Fall auch noch mit beim Bremer SV, ein Spanier, wurde nämlich gerade mit dem Izquierda von jemandem gerufen und Oscar, Izquierda heißt links auf Spanisch. Und damit, jetzt gibt es den Wechsel. Wechsel. Ja, wie gesagt, für die Nummer 5 ging es nicht weiter. Und da ist der Wechsel passiert. Zwei Hocksprünge rückwärts. Einwurf. Durch Olli Rau wieder zurück zu Christian Tag. Der sucht wieder Kerem Sari rüber zu Julian Stör. Und langer Ball. Aber Triani, der kommt da gut. Und der Seemann kommt raus und der war eigentlich geschlagen, aber die Nummer 15. Die Nummer 15 wehrt noch ab. Kurz vor der Linie. Sonst hätte es hier 2-0 gestanden. Warte mal, Stör, Tom Schmidt. Mit Köster jetzt erstmal wieder zurück. Tag mit Rau zusammen. Der zieht jetzt auch mal nach innen. Dann wieder zu Tag zurück. Erstmal wieder zu Sari rüber, ein bisschen weiter links. Der Julian Stör auf der linken Außenseite, der Triani in der Mitte findet. Mit Köster zusammen, Tom Schmidt, Triani, Stefandl und dann ist der Ball wieder weg. Putsch. So, der Elfer, schön mit der Hacke jetzt erstmal da zur 24 von Bremer. Das war, und da wird eigentlich gehalten von Steffen, also wie lange will er noch halten? Ja, jetzt gibt es hier eine kleine Räuferei zwischen beiden Siebenern, was eigentlich nicht sein muss. Ja, jetzt kommt Rico Zygo, der die da alle ein bisschen auseinanderzerrt. Ist jetzt eigentlich nicht nötig. Beide, also erstmal Tobias Steffen zieht ganz klar, hat ganz klar gezogen, dann hat eben der 7 danach sich gewehrt und auch gezogen. Große Diskussion, eigentlich kein großer Anlass dafür. Und damit die gelbe Karte für beide 7er, Tobias Steffen und auch den 7er vom Bremer SV. Und das kurz vor der Halbzeit. Ja, also Freistoß, der 24er steht bereit. Der Elfer nochmal gesucht. Ja, im anderen Duell mit dem anderen Elfer, Marek Janssen, 7er Elfer von
Bremer SV, Arnhold im Zentrum, ja, das ist wohl Oscar Garcia, die 21 könnte sein, Arnhold nochmal, ja, versucht abzuziehen, hat sich da ein bisschen eine bessere Position gesucht, Triani, Konterversuch vielleicht, aber Tom Schmidt erstmal nach außen gegangen, aber dann jetzt Triani, weiter zu Stör auf links, aber gegen zwei, naja, Abstoß entscheidet der Schiri. Also da war keiner oder Stör als letztes dran. Und somit Malte Seemann wieder mal dabei, den Ball wieder ins Spiel zu bringen. Arnold kommt zurück, aber jetzt laufen sie wieder eher an. So dass Seemann seine Spieler weiter weiter nach vorne schickt. Und den Ball nochmal nach vorne haut. Kopfball bei Marc Jansen. Eigentlich da der Gewinner, würde ich sagen, aber der Ball geht trotzdem weiter. 27 erstmal auf rechts gegen den Stör. Ja. Jetzt der 24er. Der eben gerade gelbe Karte, der 7er mit dem Abschluss, aber Süko ohne Probleme. Ball direkt auf ihn. Den muss er haben. Dafür ist er da. Tag. Und Tag wieder zu Süko. Nochmal ein langer Ball. Der Fandl gewinnt das Kopfballduell, aber der 15er klärt erstmal. Ja, Arnhold da im Duell mit Stefandl siegreich. Kann sich da behaupten. Der Oscar Garcia, wenn ich es jetzt richtig erkannt habe. Der 8er danach am Ball, aber nee. Atlas dazwischen lässt da nichts zu. Durch die Mitte. Wenn, dann hat es eher über außen Gefahr gegeben, aber jetzt auch nicht die größte Bedrohung bislang hier in diesem Spiel. Und ja, wieder Süko am Ball mit Kerem Sari. Der rutscht nochmal aus, aber jetzt ist Halbzeit. 1:0 für den SV Atlas steht zur Halbzeit und damit melden wir uns dann in der zweiten Hälfte wieder.